Ja, guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Heute stehe ich hier gemeinsam mit der Frau Budinger in einem außergewöhnlichen Park, ein außergewöhnliches Naturerlebnis, was ich Ihnen nahe bringen will. Sie sehen hier, wir haben auch hier Naturstationen aufgestellt, damit Sie sich auch mal informieren können, wie überhaupt hier die Flora und Fauna sich abbildet, wie toll eigentlich das alles gewachsen ist. Hier war früher ein karger Boden, hier war ein Verteilbahnhof in Bingerbrück. Ich bin froh, dass wir das im Zuge der Landesgartenschau so neu gestalten konnten und gemeinsam mit dem NABU und mit dem Umweltingenieurin Frau Budinger, aber mit anderen, haben wir den Park gestaltet. Frau Budinger, bitte schön. Ja, vielen Dank. Auch ich möchte Sie einladen, die Naturstation zu besuchen. Sie weisen Sie auf eine der geschichtsträchtigen Regionen und artenreichsten Regionen Europas hin. Wir haben hier zum Beispiel den Fluss, wir haben Felsen, wir haben Burgen, wir haben den Wald, wir haben diverse Lebensräume, die besondere Artenvielfalt hervorrufen. Zum Beispiel haben wir hier 20 heimische Wildrosenarten. Aber die Naturstationen weisen auch darauf hin, auf andere Regionen oder Ecken in Bingen, wie das rheinhessische Tafel- und Hügelland, wie den Oberrhein mit den Gaulsheimer Rheinauen, die sich immer lohnen zu besuchen. Wir haben hier eine Broschüre vorbereitet, die können Sie bei uns beziehen, öffentliche Auslage, das ist bei uns auf der Burg, in der Stadtbibliothek, aber auch in der VHS und natürlich über die Homepage www.bingen.de. Drücken Sie danach auf den Park am Mäuseturm. In diesem Sinne, nutzen Sie das Angebot, kommen Sie vorbei, besuchen Sie den Park, besuchen Sie unsere Stadt Bingen, besuchen Sie die Region. In diesem Sinne, hier euer Oberbürgermeister Thomas Wese.